Herr Ministerpräsident, Endspurt im Wahlkampf. Ihr Parteikollege Habeck hat gesagt, es fehlt ein bisschen der Pfeffer im Wahlkampf. Drückt sich das auch in den Umfragewerten für die Grünen derzeit aus? Ich sehe eigentlich nicht, dass der Pfeffer fehlt. Es ist so, der Pfeffer hat gefehlt beim Kampf um Platz 1 und 2. Das scheint ja auch ziemlich entschieden zu sein. Aber der Kampf um Platz 3, der ist in vollem Gange, der ist spannend und interessant. Denn der ist ja entscheidend. Mit wem wird die neue Regierung koalieren? Sind es wir, sind die FDP? Das sind ja nun schon gravierende Unterschiede zwischen den beiden Parteien. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Frage. Und wir schenken uns auch gerade an nichts. Der Herr Lindner von der FDP sagt aber, die Grünen sind raus. Die spielen nicht mehr mit im Kampf um Platz 3. Die sind da chancenlos. Ja, woher will er denn das wissen? Das entscheidet ja Gott sei Dank nicht er, sondern die Wählerinnen und Wähler nicht. Die haben das letzte Wort. Und wir müssen auch mal sehen, das liegt alles relativ dicht beieinander. Viele Wähler sind unentschlossen. Wir haben Wahlen erlebt, da haben die Umfragen zugetroffen. Aber wir haben auch Wahlen erlebt, da lagen die völlig daneben. Also das Spiel ist offen. Und deswegen zur Wahl gehen und uns wählen. Apropos zur Wahl gehen, Herr Altmaier hat ja gesagt, wer die AfD wählen möchte, der solle besser gar nicht wählen gehen. Was meinen Sie denn? Zur Wahl gehen und nicht die AfD wählen ist besser. Es spielen in diesem Wahlkampf auch außenpolitische Themen eine Rolle. Sie äußern sich da normalerweise nicht, aber wenn Sie so einen Auftritt wie gestern von Donald Trump vor der UNO-Vollversammlung sehen, was beschleicht Sie da? Da beschleicht mich einfach ein ziemliches Missfallen und auch Sorge. Vor allem Sorge. Nicht von einem Politiker einer großen Macht erwartet man, dass er besonnen bleibt. Das ist eine Kardinaltugend seit dem Altertum. Die fehlt ihm leider. Nicht, wenn es schon an allen Ecken brennt, gießt ein verantwortlicher Politiker nicht Öl ins Feuer, sondern versucht, es auszublasen oder auszutreten. Nicht? Das heißt, mäßigend zu wirken. Es gibt jetzt Angebote, etwa der Schweizer Bundesrätin Leuthard zu vermitteln. Auch die Kanzlerin hat sich in ähnlicher Richtung ausgesprochen. Das ist das Gebot der Stunde. Auch solche Leute wie diesen nordkoreanischen Diktator schauen, dass er mal ein Stück runterkommt. Und nicht durch Verbalradikalismus die Situation noch eskalieren. Sowas besorgt mich zutiefst. Sorgen haben auch viele Menschen in Baden-Württemberg, auch in unserer Region, was ihre Arbeitsplätze in der Automobilindustrie angeht. Vielleicht ein Satz von Ihnen dazu. Das ist ja sehr heiß diskutiert innerhalb dieses Wahlkampfs. Stichwort Dieselskandal und auch Luftreinhaltung, Fahrverbote. Stichwort Fahrverbote, kommen wir um die noch herum? Das kann ich leider noch nicht sagen. Jedenfalls tun wir alles, um drumherum zu kommen. Aber letztlich werden das auch Gerichte entscheiden. Wir unternehmen die allergrößten Anstrengungen, um die Schadstoffe zu minimieren. Aber es wird eben nicht so schnell gehen, wie es eigentlich sollte, weil da schwere Fehler gemacht worden sind in der Vergangenheit von der Automobilindustrie, aber auch der Bundespolitik. Ich will so sagen, der ganze Automobilsektor steht vor einem gigantischen Umbruch. Nicht? Das Auto der Zukunft wird emissionsfrei sein, es wird automatisiert fahren können, es wird digitalisiert sein und so weiter. Und da müssen wir am Ball bleiben. Und ich denke, die Automobilindustrie ist etwas zurückgefallen, aber sie holt auch auf. Und deswegen habe ich einen Dialogprozess organisiert mit der Industrie, mit der Wissenschaft, aber auch mit den Kommunen, damit wir eben spitze bleiben und nicht zurückfallen und die vielen 100.000 Arbeitsplätze erhalten. In Baden-Württemberg ist ein Automobilland, wir wollen an der Spitze bleiben. Das ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben. Und glauben Sie mir, da lege ich alle Kraft hinein. Das ist die größte Herausforderung meiner Amtszeit, diesen Prozess so zu bewältigen, dass Arbeitsplätze erhalten werden, dass die Luft sauber wird und dass der Klimaschutz gewährleistet ist. Zum Schluss noch eine Frage. Natürlich hoffen die Grünen auf ein möglichst starkes Ergebnis in Baden-Württemberg. Wie viel Prozent wollen Sie zum Gesamtresultat beisteuern am Sonntag?
jedenfalls ein wesentlich höheres als im Bundesdurchschnitt. Das trauen wir uns zu, dann ziehen wir ja ein Stück, das erwarten auch zu Recht alle von uns. Das heißt, in Zahlen? Naja, also jedenfalls würde ich mal sagen, es sollten schon um die 15% sein, die wir in Baden-Württemberg holen. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Die Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme.